Hallo zusammen und damit ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic zusammen mit Civic. Hallihallo. Wir haben es tatsächlich ja geschafft, jetzt direkt am Folgetag wieder eine Folge aufzunehmen. Hammer, ey. Dass die dann nicht erst 3 Jahre später kommt. Ja. So, Aradon? Ja? Ich kann dir nur empfehlen, die Himmel vielleicht mal zu gucken, ob die ein bisschen Modifikationen für dich gibt, für deine Ja, Stärken. Das kann ich gucken, ja. Stimmt schon. Ist vielleicht mal nicht ganz so schlecht. Achso, ich kann da gar keine Mods reinpacken, ne? In welches? In die Lichtschwerter. Also ich habe ja die Story-Lichtschwerter. Weißt du? Ach ja. Ja, mein Gott. Wir haben ja Meisterin Ayo dabei. Ach komm, jetzt. Die wird das schon wuppen. Sowieso einer bist du also, ey. Mhm. Schön drauf warten, bis Meisterin Aldi oder wieder alles, ne? Genau. Babysitterin. Ich bin keine Babysitterin, ey. Ich? Nee. Aber guck mal, ich hab jetzt Nadia, ist auch ein schöner. Ich hab eine neue Gefährtin. Gefällt mir. Ja, wir haben in der letzten Folge diese Jedi befreit. Da waren unter anderem sehr interessante Gestalten dabei. Oh ja, definitiv. Und so jetzt Gestalten, mit denen man so gar nicht mehr gerechnet hat. Nee, und jetzt sollten die sich hier alle versammelt haben, glaube ich. Oh, warte bitte auf mich. Yep. Ey, ich komme. Wo bist du? Ach, du musst da zum Gebäudekomplex da, ne? Ja, da hinten stehen sie nämlich alle. Wir haben Bengal Moor, wir haben Una Aharo, Lord Praven und irgendwo steht da noch Bella Kivix. Ach nee, ich glaube, Kivix hat sich irgendwo anders hingebewegt. Die wollte ja anderweitig helfen. So, Aradon, wo ist denn das Gebäude? Warte mal, ich habe ja hier eine Phase. Ich kann doch bestimmt einen Gruppenport machen. Gruppe für Story-Mission zusammenrufen. Ah, da, weil ich finde das jetzt gerade nicht. Ah, da bin ich ja schon. Okay, dann mal los. Ab in die Sequenz rein. Ach, den kenne ich, den Typen. Alle Jedi-Verstärkungstruppen sind hier und einsatzbereit. General Vasatra will euch auf einem Prioritätskanal sprechen. Ich stelle ihn durch. Hallo, alter Freund. Wie ich hörte, seid ihr jetzt Oberbefehlshaber der Jedi hier. Wie ich sehe, seid ihr wieder mittendrin im Geschehen. Wie kann ich euch helfen, Sir? Meisterin Satir hat mir mitgeteilt, dass sie einen Jedi-Meister sucht, der den Feind unterstützt. Ich stelle euch meine Ressourcen zur Verfügung. Ich habe ein Basislager im Tal der Arbeit. Bringt eure Leute zu meiner Position. Ich sehe euch bald wieder. Basatra Ende. Aradon? Sehr gut. Jedi-Kommandant. Wir haben sogar ein Lichtschwert bekommen. Aradon, soll ich dir mal was sagen? Weißt du, wer dieser Unaf Aro ist? Das ist der Typ, den du am... Ja, ich weiß. Den haben wir bei Typhon getroffen. An diesem Grab da. In dem Grab in der Höhle. Ja, Grabhöhle, was auch immer. Da stand da an dem Eingang. Oder genau. War verletzt am Eingang. Ja, und wurde von diesen komischen Typen angegriffen. Yes. So, wir haben die Einflussstufe auf 5 erhöht bei Scourge. Schön. Gut, dann gehen wir jetzt auf zu General Vasatra und der ist wo? Der ist. Ah, in diesem anderen Gebiet, im Tal der Arbeit. Da warst du ja eben auch schon. Ja. So, kurz mal die Buffs erneuern. Und dann gehen wir hier zu dieser komischen Bahn. Die ja hier fährt. Jo. Ach ja. Aber es ist irgendwie mal so, Aradon, erstaunlich. Wie viele Folgen haben wir denn eigentlich jetzt mit Esvitor zusammen? Wir sind jetzt... Also Folge 45 ist die, die wir gestern aufgenommen hatten. Ja. Und das ist jetzt halt dann Folge 46. Und wir haben einfach dafür
über ein Jahr gebraucht. Also Respekt für uns, würde ich sagen. Das ist schon eine Leistung, ja. Muss ich wirklich sagen, also schon geil. Aber naja, wie gesagt, Aradon, vielleicht kommen ja zukünftig andere Projekte mit uns beiden. Bitte wählen Sie. Bestimmt. Müssen wir mal gucken, was wir da machen. Eben. So, dann fahren wir zum Tal der Arbeit. Mal ein bisschen was anderes hier in Korea. Auf Korea. Mal nicht irgendwelche Gleiter, sondern wir haben hier eine wunderschöne Turbobahn. Und ich finde, das gefällt mir auch echt gut, die Animation davon. Ist mal was Neues. Weil sonst waren immer auf Alderaan diese komischen Viecher. Ne, und sonst überall immer so Gleiter, das war halt echt immer langweilig. Ich finde das ein bisschen schade fast schon, dass die in den späteren Erweiterungen diese ganzen Fahrten so rausschneiden. Also du fliegst halt los, dann kommt ein schwarzer Bildschirm und auf einmal bist du schon da. Das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Ja, das stimmt, das ist auch schade. Fand ich eigentlich immer relativ schön, wenn du da so über den Planeten geflogen bist. Ja, aber naja. So ist es halt. SWTOR macht das SWTOR halt, ne? Tja. Ich will jetzt mal schnell von der Bahn weg, bevor mich Aradon hier noch überfährt. Los! Was? Ey! Du bist ja nur auf meinen Meistertitel scharf, ey. Das ist gar nicht mal so falsch. Vor allen Dingen, dass ich ihn so. Seltsam, dass ich den immer noch nicht bekommen habe. Weißt du, die Sache ist, ich krieg ihn in Kapitel 1, du erst in Kapitel 3, Ende. Weißt du, der Held von Typhon und hat noch nicht mal. Weißt du, ich bin ja Meisterin und Barsen Tor, ne? Also nur. Das auch noch. So. Ja, ich bin einfach geil, weißt du? Das ist halt ja, ist okay. Okay, lassen wir es lieber. Auf zu Vasatras Lager. Wo bist denn du? Ich bin hier unten. Lol. Hast du mich nicht gesehen? Nein. Ich vorbeigeschlichen. Schlawiner, du. Krass, wie das hier alles zerstört ist, ne? Ja gut, Alderaan ist halt auch umkämpft, ne? Alderaan? Ach, Korea. Aua. Korea ist ja auch halt nur umkämpft. Ein Alderaan sieht später mal auch nicht so schön aus. Ja, aber da kommst du eh nicht so gut dran vorbei. Aber das sind ja nur relativ schwache Gegner. Mit wenig Leben. Aber da sind zum Beispiel dann auch so Silberne dabei, ne? Die halt auch ganz schön wehtun können. Ja, versuchen wir einfach mal ganz geschmeidig in der Mitte durchzulaufen. Und das funktioniert auch ganz gut. Na, die müssen wir, glaube ich, oder? Ach. Ja, weißt du, warum bist du denn getroffen und ich nicht? Keine Ahnung. Und weißt du, wenn ich meine Attacken mache, ne, das ist so ein grelles Licht immer, das ist... Ja, boah. Das stimmt. Du bringst die Gegner zum Leuchten. Ja. Achso, stimmt, tägliche Belohnung. Ha. Ja. Oh, dann treffen wir gleich den Fisch wieder. Ich müsste heute mal mein Abo erneuern vielleicht. Oh. Naja. Ich glaube, erstmal so, ja, wegen der Gildenleitung. Oder ja, ja, klar, sonst ist die dann weg. Ja, gut, Herrgott. Oder ich frage irgendwen, ob der die mal für einen Monat behalten kann. Ja, dann nimm aber jemanden, nimm zum Beispiel so einen wie Xess oder Fauli oder warum. Habe ich auch vor. Gut, weil wenn du jetzt zum Beispiel. Ich nehme jetzt nicht irgendwem. Irgendein random einfach. Ja, ach, passt schon. Wie in der Webgilde einfach. Oh. So. Da sind wir. Ich finde die republikanischen Soldaten, guck dir die mal bitte an, guck dir die mal an. Wie hässlich die sind. Also, ich habe noch nie so hässliche Rüstungen gesehen. Ja, ist schon, ja, gerade dieser komische hässlich. Rock da hinten oder was das sein soll. Uah, eklig. Hallöchen, mein Lieber. Ey, Fischi. Fischi. General, meine Streitkräfte sind unterwegs. Gut zu wissen. Ein SID-Agent bringt uns die neuesten Erkenntnisse über Meister Tolbraga. In der Zwischenzeit sollten wir einen Schlachtplan entwerfen, mit dem wir das Imperium aus diesem Sektor vertreiben. Es spielt verrückt.
Magram Trakus gehört zu den Hauptlieferanten im Krieg der Republik. Ihr gehört die Hälfte der Einrichtungen im Tal der Arbeit. Das Imperium hat sich meine Waffenfabriken angeeignet. Es stiehlt Feuerkraft im Wert von Milliarden von Credits. Meine Streitkräfte werden diesen Sektor vollständig zurückerobern. Und bei euren Fabriken fangen sie an. Das hoffe ich. Sie sind seit Generationen in Familienbesitz. Ich schlage vor, dass alle Jedi-Streitkräfte dazu eingesetzt werden, den Feind aus diesen Waffenfabriken zu entfernen. Wir brauchen die Feuerkraft sicher dringender als das Imperium. Ein Prioritätssignal vom obersten Kanzler. Entschuldigt mich. Wisst ihr, es geht nicht nur um die Waffen. Das Imperium hat auch den Hauptsitz meines Unternehmens eingenommen und ich will ihn zurück. Wenn ihr Streitkräfte zur Befreiung meiner Büros einteilen könntet, wäre ich euch äußerst dankbar. Und ich meine persönlich dankbar. Warum sollte das Imperium eure Büros plündern? Ich habe Corellias Bankensystem nie vertraut und tausche alle Geldreserven meines Unternehmens in wertvolle Ressourcen ein. Viele davon sind unter den Büros versteckt. Das Imperium hat meine Wertsachen noch nicht gefunden, aber früher oder später wird es so kommen. Kaum auszudenken, was man mit so viel Reichtum anstellen könnte. Ich führe ein Unternehmen im Wert von mehreren Billionen. Wenn ihr mir helft, werdet ihr von der Belohnung sicher nicht enttäuscht sein. Uiuiui. Ich habe noch nie so viele Jedi auf einmal gesehen. Verdammt beeindruckend. Wenn ihr die Waffenfabriken zurückerobern wollt, sollten eure Leute gleich aufbrechen. Die Waffenfabriken müssen von allen imperialen Streitkräften befreit werden. Der Feind darf nicht mit neuer Ausrüstung fliehen können. Boah, da hast du echt eine geile Armee. General Vasatra, wir haben erfahren, dass der Jedi-Verräter Tol Braga einen Stoßtrupp zur Zerstörung des Tals der Arbeit geschickt hat. Tol Braga ist ein guter Mann. Was immer er tut, es beruht nicht auf freiem Willen. Bei allem Respekt, mir ist völlig egal, warum er immer noch versucht, uns umzubringen. Die Sith haben eine Chemieraffinerie eingenommen und wollen eine improvisierte Bombe bauen. Die Explosion würde eine riesige chemische Wolke freisetzen. Diese Wolke tötet alle in diesem Umkreis und bewegt sich dann in die umliegenden Sektoren. Möglicherweise Millionen von Opfern. Zeigt mir diese Chemieraffinerie. Ich erledige den Rest. Wir wissen immer noch nicht, welche Chemieraffinerie die Sith im Besitz haben. Aber wir wissen, welche Chemikalien sie sammeln. Wenn wir alle Leitungen zu den Raffinerien blockieren, können wir die Sith vielleicht nicht aufhalten. Aber so erfahren wir ihre Position. Kontaktiert mich, wenn ihr fertig seid. Möge die Macht mit euch allen sein. Ich habe ja echt Respekt vor deinen Streitkräften, Aradon, ey. Ja. Immerhin etwas, was ich mehr habe als Ayo. Naja, aber mit einem Fingerschnips können die alle mir gehorchen. Ich bin immer noch ein Jedi-Meisterin. Gottes Willen. Aber es ist dann nicht schon irgendwie... Aber Aradon, freu dich darauf, wenn wir hier Corellia fertig haben. Ja, dann habe ich bald auch den Meistertitel. Ja, und du kriegst, ja, hoffen wir. Du hast ihn dir auch reglich verdient für deine Taten, die du getan hast, für mein Level 46. Also Respekt, dass du damit auch durchhältst, also. Respekt. Es wird Tor am Limit, so ein bisschen. Du kannst jetzt immer dahinter schreiben, SW-Tor, Schwierigkeitsstufe ultimativ. Ja, Albtraummodus. Albtraummodus. Aber wenn du im Albtraummodus spielen willst, musst du in die Albtraumlande auf Voss. Stimmt. Oh Gott. Oh Gott. Da öffnet sich dann so ein neuer Raum und dann kommst du in so eine neue Story rein. Ja. Der Achtung, Albtraummodus. Ja, toll. Ja, kämpf mal, Aradon. Da kommen wir nicht vorbei. Ich muss auch mal zu den Gegnern hinspringen, weißt du? Ayo, die steht da irgendwo und schießt ihre Kamehameha ab. Willst du weiter geheilt werden, dann hör auf damit. Ich hab nichts gesagt. Ein bisschen heilen kann ich nicht. Ey, warte! Frechheit. Warte auf die Meisterin. Gottes.
So, Leitungsrohrventile. Sollen wir schließen? Das erste ist hier hinten. Den Gegner ignoriere ich jetzt mal. Solange er uns nicht folgt. Der kriegt uns, glaube ich, jetzt nicht mehr. Ja, lauf am besten noch dahin, wo die Gegner sind. So, hier ist das erste. Müsste es, glaube ich, sein. Yep, das ist das erste Ventil. Sieht ja interessant aus. Zugang. So, vorbei tarnen werden wir uns natürlich jetzt nicht, weil das kann Ayo nicht. Dafür kann ich Erdbeben erzeugen. ja. Ich habe extra Erdbeben gesagt. Aber warte mal, hat die hier nochmal Erdbeben? Ich meine, habe ich auch ein paar Fernangriffe. Warte, jetzt kommt noch der letzte. Ah ne, leider keine Zeit mehr dafür. Okay, da sind auch noch welche. Können wir nicht hier hoch einfach? Aradon, willst du leveln? Dann musst du auch die Bonus mitmachen. Ah, ja gut. Ja, das ist ein Argument. Ja. Weil die Bonus drücken auch manchmal ordentlich rein. Meine Erfahrung. Boah. Hat den Felsen gegen gedonnert. was war denn hier Schönes? Ich mach die Druiden da drüben. Jo. So, und da ist die Steuerung. Zack. Oh, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Leitungsrohrventil. Genau. Wie er die Lichtschwerter so nach vorne hält, obwohl er mit diesem Ding fliegt. Ach ja, ich habe ja die lustige Fähigkeit. Oh nein. Ich weiß, was er damit meint. Der kann natürlich Leute ranziehen. Nein, wo läufst du denn? Na, Aradon, guck mal, hier ist doch ein ganz großer Weg, wo du vorbeigehen kannst. Ja, weißt du, und du... Oh. Ich hab erst mal geguckt. So was nennt man auch Movement-Krüppel. Ja, das stimmt aber leider. Ja. Guck mal, Aradon, jetzt gehst du hier unter dem Ding her, hier zur Seite. Unter dem... Willst du mich verarschen? Unter dem Läufer! Und jetzt da zur Seite raus. Bist du zu doof? Bist du. Jetzt sag nicht, du bist da stecken geblieben. Warte, ich hol dich eben hier ran, warte. Ah, jetzt hat. Jetzt muss man. Braucht halt live. Man braucht halt diese ganzen. Warte. Mhm. Hier rum. Da stehen bloß gleich jetzt Gegner. Ja, den kriegen wir um den Gang. Oder auch nicht. Naja, auch egal. Nein, müssen wir halt kämpfen. Hä? Auch nicht schlimm. Ich wollte mich gerade so richtig schön vorbeitarnen. Ja, mich im Stich lassen, weil wir ja so ein typischer Aradon. Ja, als ob du damit nicht zurechtkommen würdest. Ja, gut, eigentlich, ne? Ja, bäm, da leuchtet der wieder auf und dann war er schon tot. Ja. So, Leitungsrohr. Soll ich, dir mal drei Leuchtattacken hintereinander zeigen? Pass mal auf, warte. Wo habe ich sie denn? So, genau, jetzt hier Silvester mit Ailio. Oh. Wow. Warum spiel ich nochmal denn hier die Ritter? Warte, jetzt, Achtung, jetzt kommt. Oh, jetzt kommt wieder noch. Jetzt kommt wieder ein bisschen Licht ins Ganze. Jum. Also die Attacken vom Gelehrten, die gefallen mir schon fast am besten noch von den ganzen Animationen her, aber die Story ist halt. Die Story ist halt nicht so geil, das Film. Die hast du ja jetzt geschafft. Aradon, Bonus. Ja, ja, ist ja okay. Alles schön eingefroren hier und dann passt das schon. Oh, guck mal, mein Goldi. Der ist ja... Goldig. Macht Blitz! Hui! Bäm!
Machtblitz. Ja. Mhm. Toller Jedi. Bei wie vielen Minuten sind wir eigentlich gerade? Wir sind gerade bei 20. Uiuiui, bei 20 Minuten. Ja, dann machen wir die Mission einfach noch zu Ende bei dir, ne? Ja. Noch drei. Wie viele sind es denn noch, Aradon? Oh. Wie viele Ventile? Danach noch eins. Okay, das schaffen wir dann ja noch. Das schaffen wir echt noch. So, da ist auch die Bonusmission. Die ich wieder nicht annehmen kann noch. Ach nee, das ist nicht die Bonusmission, das ist irgendwas anderes. Autsch. Dieses dreckige Inventar. Ist wieder voll, oder was? Ja, sicher. Deswegen sage ich immer, schmeiß Sachen raus. Muss mein Zeug mal eine Laderampe reinlegen irgendwann. Das wäre eine gute Idee. Ich gehe schon mal zu deiner Phase hin, ne? Ich offscreen mal machen. Ja. Ist die denn nach 30? Okay. Dann weiß ich Bescheid. So. So, nach der... Da hast du gerade dein Mikro irgendwie ausgemacht. Ja, versehentlich, Entschuldigung. Oh. Ach komm, damit werde ich fertig mit den Leuten, da die da jetzt gerade alle kommen. Ach, die drinnen alle. Gut. Weißt du was? Komm, ich habe irgendwie gerade Bock, diesen großen Goldi da zu töten. Großer Goldi? Da ist ein Goldi, ja. Klettermeister Aradon? Nee, da komme ich nicht hoch. Oh, diese Attacken vom Jedi, die Gelehrten sind jetzt einfach... Alter, das ist einfach der Hammer. Was die hier alles rausballert, ne? An Telekinese ist einfach... Ah, das ist schon ganz geil, ne? Naja, aber nichts im Vergleich zum Hexer, ne? Der Hexer macht schon echt, hat auch geile Attacken. Das stimmt. Vor allem... Wenn man mit dem Hexer einmal blitzt, ne? Dann macht's Bumbo... Ja, dann sieht man gar nichts mehr, ey. Gefühlt. Ja, ist doch so, Aradon. Ja, ist auch so. Bei so vielen Blitzen. Wow. Das war gerade eine Entladungswoge. Ein Druide noch, dann haben wir die Bonusquest geschafft. Also jetzt. Glückwunsch. Aber sehr kein schön. Level up, ne? Schade. Nee, noch nicht. Aber wie weit dauert es denn noch bis zum Level up? Nicht mehr viel, ich bin jetzt bei ein bisschen mehr als einer Dreiviertelleiste. Okay, geil. Haben wir also fast. So, oh geil, Alter. Ich kriege hier die ganze Zeit diese Eroberungspunkte. Für die Restgilde, die uns eigentlich gar nicht... Für die Gilde, die uns gar nicht mehr gehört, eigentlich. Doch, der Talon hat jetzt Gildenlied. Ach so. Der Typ war 30 Tage inaktiv, dann wurde es an Talon gegeben. Oh, na dann. Wo ist denn das andere Ding? Ach, da unten. Das war halt, ne... Ist halt ein glücklicher Zufall. Ja, aber ob wir damit noch was anfangen können, ist die Frage. Jetzt sollen wir erstmal gucken, dass unsere Impfgilde wieder stabil wird, ey. Richtig. So, letztes Ventil. Juhu, jetzt kommt wahrscheinlich noch ein Holo-Ding, oder? Yep. Das machen wir natürlich jetzt noch in der Folge. Genau. General, ich habe die Leitungen blockiert. Bleibt auf Empfang. Agent Helfer stellt gerade die Daten zusammen. Seid ihr da draußen auf viel Ärger gestoßen? Toxischer Rauch, Killer-Droiden, feindliche Patrouillen. Das Übliche. Kommt mir das nur so vor, oder habt ihr seit neuestem einen Sinn für Humor? Wartet mal, wir bekommen etwas herein. Eine der Chemiefabriken hat Accelerit abgeschöpft. Das müssen unsere Sith-Bombenbauer sein. Ich schicke euch und eurem Stoßtrupp die Koordinaten. Ihr trefft euch drinnen. Schnell! Okay. Dann beenden wir die Folge, oder? Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge jetzt an der Stelle und dann machen wir beim nächsten Mal hier auf Corellia weiter. Genau. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.